Monster zusammengepflegt aus Leichenteilen. Von einem irren Genie zum Leben erweckt. Doch wie viel Wahrheit birgt die Geschichte vom bösen Dr. Frankenstein? Nur eines der großen Rätsel. Jetzt bei ZDF History. Mysteriöse Geheimbünde, heldenhafte Kriegerinnen und verschollene Artefakte. Was steckt hinter den größten Rätseln der Geschichte? Mary Shelley, eine britische Schriftstellerin. Die Idee zu ihrem größten Erfolg kommt der Autorin im Juni 1816 auf einer Party. Zum Zeitvertreib soll jeder hier eine Gruselgeschichte erfinden. Die Geschichte des Schweizer Naturforschers Viktor Frankenstein. Es ist die Geburtsstunde Frankensteins. Damals entstehen viele Schauerromane wie Shelleys Frankenstein, darunter zum Beispiel Dracula oder Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ein knappes Jahrhundert später wird Marys Geschichte zum Kassenschlager. Im Spielfilm wird Viktor Frankensteins Schöpfung zum Monster. Sein Markenzeichen? Der quadratische Schädel aus dem Filmklassiker von 1931. Dabei ist der Roman viel mehr als eine Horrorgeschichte. Er behandelt eine der größten Menschheitsfragen. Ist es möglich, künstliches Leben zu erschaffen? Mary Shelleys visionäre Gedanken sind typisch für ihre Zeit. Ihr Vater ist ein bekannter Philosoph. Ihre Mutter, frühe Feministin und Schriftstellerin. Mit ihrem Buch Die Verteidigung der Frauenrechte legt diese einen Grundstein der späteren Frauenbewegung. Beflügelt von Aufklärung und technischem Fortschritt, nimmt sich die Forschung der Frage an, was Leben eigentlich ist. Ingolstadt in Bayern. Hier lässt Mary Shelley ihre Romanfigur studieren. Marion Rüsinger, Leiterin des Medizinhistorischen Museums, erklärt die Verbindung zwischen dem damaligen Zeitgeist und dem Frankenstein-Roman. Frankenstein hat nicht Leichenteile zusammengesetzt, sondern er hat von Grund auf einen neuen Menschen geschaffen, auch unter Verwendung tierischen Materials, also eigentlich einen Hybrid, eine Mischung, ein Zwitter aus Mensch und Tier und hat damit eine weitere Grenze überschritten. Nicht nur die Grenze zwischen Leben und Tod, auch die Grenze zwischen Mensch und Tier. Die Forschung an Leichen ist zu dieser Zeit kein Tabu mehr. Das Verständnis des menschlichen Körpers nimmt stetig zu. Allmählich gewinnt auch die Verbindung von Physik und Medizin an Bedeutung. Der Körper wird als eine Art Maschine begriffen, die aus einzelnen Teilen zusammengesetzt ist. Ideen, die Mary Shelley sehr beschäftigen. Vielleicht würde man eine Leiche wieder zum Leben erwecken. Der Galvanismus hatte Beispiele dieser Art geliefert. Vielleicht ließen sich Einzelteile eines Menschen herstellen, zusammensetzen und mit Lebenskraft beseelen. Der Anatom Luigi Galvani gilt als Vorreiter. Beim Sezieren eines Frosches macht er rein zufällig eine bahnbrechende Entdeckung. Während er mit einem Skalpell das Tier berührt, erzeugt einer seiner Mitarbeiter einen Funken an einer Elektrisiermaschine. Der Schenkel des toten Frosches beginnt zu zucken. Galvani hat einen Stromkreis erzeugt. Schnell kommt Hoffnung auf. Kann man Toten so neues Leben einhauchen? Auch Galvanis Neffe, Giovanni Aldini, ist von dieser Idee fasziniert. Vor Publikum versetzt er einer Leiche Stromschläge. Die Muskeln beginnen zu zucken. Doch der Patient bleibt tot. Dennoch steht der Versuch am Anfang einer Revolution. Die Erfolge der Wissenschaft werden von jeher von der ethischen Diskussion begleitet. Wie weit darf der Mensch gehen? In Deutschland noch verboten, in den USA schon heute Realität. Die Kryonik. Der Forschungszweig verspricht nicht weniger als die Wiederauferstehung.
Es hängen immer vier Menschen in einem Tank. Dieser hier kommt in die Mitte. Alternativ können wir den Raum auch für Haustiere nutzen. Wir haben hier ein paar Katzen und Hunde und noch ein paar andere Tiere. Die Konservierung der Leichen findet vor Ort statt. Alcor hat dafür eine Art OP-Saal hergerichtet. Tote einfrieren, um sie irgendwann wieder zum Leben zu erwecken? Ob das je möglich sein wird, ist ungewiss. Aber ist es auch unmöglich? Darf der Mensch wirklich alles, was er kann? Ein sowjetischer Chirurg lässt Mitte des 20. Jahrhunderts daran zweifeln. Im Namen der Wissenschaft führt er makabre Experimente durch. So näht er Kopf und Vorderbeine eines Hundes auf den Rücken eines anderen. Wladimir Demikow gilt bis heute als Pionier der Transplantationschirurgie. Die Grenzen der Moral überschreiten. Ist das der Preis für Durchbrüche in der Wissenschaft? Das ist auch der Kern der Frankenstein-Geschichte. Welche Rolle spielen moralische Fragen bei der Erforschung der Geheimnisse des Lebens? Sollten wir die Geschichte von Frankenstein als Warnung verstehen? Oder immer bereit sein, Grenzen zu überschreiten, neue Dinge auszuprobieren und alles zu tun, was wir können, um den Zustand der Menschheit zu verbessern? Mary Shelleys Frankenstein. Ein Sinnbild für den Drang des Menschen zu ergründen, was Leben ist und es nachzubilden. Ihre Mitglieder verpflichten sich zum Stillschweigen. Ihre Rituale sind geheim, ihre Botschaften verschlüsselt. Was steckt wirklich hinter den mysteriösen Illuminaten? Ingolstadt 1776. Hier planen sie eine Revolution. Professor Adam Weishaupt arbeitet an einem Netzwerk, das nur ein Ziel hat: den völligen Umsturz der staatlichen Ordnung. Weishaupt ist Ordinarius für Kirchenrecht und fühlt sich der philosophischen Aufklärung verbunden. Wir werden den perfekten Staat erschaffen. Erleuchtete nennt er daher seinen Bund. Auf Latein Illuminati. Um Mitglieder zu rekrutieren, schließt sich Adam Weishaupt einer Freimaurerloge an. Er will ihre Struktur auch für die Illuminaten nutzen. Er übernimmt Rituale, Hierarchie und Teile der Symbolik. Hohe Würdenträger aus ganz Deutschland schließen sich an. Innerhalb weniger Jahre zählen die Illuminaten fast 2000 Mitglieder. Sie agieren im Verborgenen. Namen geheim zu halten, diesen Schwur leistet jeder Novize. Wer zu den Illuminaten gehört und was ihre Pläne sind, soll niemand erfahren. Dieses Versteckspiel macht den Orden bis heute zu einem Mysterium. In den USA sollen die Illuminaten sogar die Staatsgründung beeinflusst haben. Angeblicher Beweis: die Ein-Dollar-Note. Auf der Vorderseite in Latein Novus Ordo Seclorum, eine neue Ordnung der Zeitalter. Darüber in römischen Ziffern das Jahr 1776. Das Gründungsjahr der Illuminaten und das Jahr der Unabhängigkeitserklärung Amerikas. Die Pyramide mit dem Auge, angeblich Symbol des Geheimordens. Auch in Washington sollen sich die Spuren der Illuminaten finden. Die US-Hauptstadt aus der Vogelperspektive. Satellitenaufnahmen offenbaren verblüffende Muster. Das US-Kapitol, Straßen und die Promenade im Zentrum bilden das Staatssiegel mit Pyramide und allsehendem Auge. 13 Straßenblocks, wie die 13 Grade in der Hierarchie der Illuminaten. Der mächtiger werdende Orden weckt Unmut. 1785 werden die Illuminaten in Bayern als landesverräterisch verboten. Gründer Adam Weishaupt muss das Land verlassen und findet Zuflucht bei einem Ordensbruder im thüringischen Gotha, Herzog Ernst II. Als dieser 1804 stirbt, wird es brenzlig für die Illuminaten. Denn der Herrscher ist im Besitz geheimer Ordensdokumente. In aller Eile bringen Vertraute die brisanten Papiere außer Landes. Die Dokumente landen in der Obhut einer schwedischen Freimaurerloge und geistern seither als Schwedenkiste durch die Geschichte.
Heute lagern einige der Dokumente im Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in Berlin. Sie enthüllen auch die dunkle Seite des Ordens. Das Misstrauen unter den Mitgliedern ist groß. Täglich müssen sie Berichte über ihren persönlichen Reifeprozess abgeben. Ein drückendes Überwachungssystem. Wer gegen die Regeln verstößt, wird gemeldet. Wer die Geheimnisse des Ordens oder ein anderes Mitglied verrät, dem drohen schwere Strafen. Obwohl bei der Aufklärung Gleichberechtigung und Wertschätzung des Einzelnen im Mittelpunkt standen, waren die Illuminaten grundlegend hierarchisch organisiert. Dabei ging es ihnen vor allem um den Ausbau von Macht. In den Dokumenten findet sich auch eine überraschende Entdeckung. Johann Wolfgang von Goethes Verpflichtungserklärung. Der Dichterfürst insgeheim ein Agent des Illuminatenordens? Verschlüsselte Botschaften, geheime Zeichen und Codewörter. Die Illuminaten kommunizieren wie ein Geheimdienst. Städte erhalten Tarnnamen. Die Mitglieder verwenden Pseudonyme. Für sich selbst wählt Weishaupt Spartacus. Auf dem Schloss von Herzog Ernst II. Trifft Illuminatenexperte Reinhard Magner den Historiker Martin Mulso. Die beiden Fachleute suchen schriftliche Spuren der Illuminaten nach deren Verbot in Bayern. Weishaupt und seine Anhänger verschlüsseln auch persönliche Korrespondenzen. In den Schriften des Fürsten stoßen die Forscher auf den Dechiffriercode der Illuminaten. Ja, Weishaupt schreibt dann einen seiner Mitbrüder: und nun im engsten Vertrauen eine Angelegenheit meines Herzens, die mir alle Ruhe raubt, mich zu allem unfähig macht und mich bis zur Verzweiflung treibt. Und dann kommen jetzt lauter Zahlen, 18, 10, 5, 21. Mhm. Und das ist dann dieser Code. Dechiffriert enthüllen die Zahlen, Weishaupt hat ein außereheliches Verhältnis. Im rein männlichen Illuminatenorden ist das private Geheimnis gut aufgehoben. 1830 stirbt Adam Weishaupt. Sein Orden ist da bereits seit mehr als 40 Jahren aufgelöst. Wie die meisten Mythen haben Verschwörungstheorien einen wahren historischen Kern. Aber da die Wahrheit ein nebulöses Konzept ist, neigen wir Menschen oft dazu, unsere eigene Version der Ereignisse zu schaffen. Was das angeht, sind wir eine höchst beeinflussbare Spezies. Die Illuminaten. Ein Bund zwischen Freiheitsidealen und strenger Hierarchie. Und bis heute eine Quelle für Spekulationen. Ein Mythos untrennbar verbunden mit der Geschichte Israels. Die verschollene Bundeslade. 1981 jagt Indiana Jones den verlorenen Schatz und begeistert ein Millionenpublikum. Der Kinohit macht die Bundeslade weltberühmt. Doch die Abenteuergeschichte hat einen realen Kern. Im alten Israel gibt es tatsächlich eine Bundeslade. Sie ist der größte Schatz, denn die Lade symbolisiert den Bund mit Gott. Die Bundeslade repräsentiert die Macht Gottes auf Erden. Sie trägt die 10 Gebote in sich und Gott soll sich über ihr zeigen. Laut biblischer Überlieferung wird sie hier zuletzt gesehen, auf dem Tempelberg in Jerusalem. Im Jahr 587 vor Christus fallen die Truppen des babylonischen Herrschers Nebukadnezar II. In Jerusalem ein. Sie töten, rauben und treiben den Adel ins Exil. Von der Bundeslade fehlt seither jede Spur. Danny Herrmann ist Archäologe und will dem Rätsel der Bundeslade auf den Grund gehen. Er sucht am Ursprung, die ältesten Bibelhandschriften, die sogenannten Schriftrollen vom Toten Meer. Einige wenige Schriftrollen sind gut erhalten, aber die meisten sind viel dunkler und schwieriger zu entziffern. Diese hier lässt sich zum Beispiel nur sehr schwer lesen. Ich erkenne das Wort Elohim. Ja, richtig, Elohim, hebräisch für Gott, kann man deutlich erkennen. Das Wort davor, Aaron, die Lade, ist nur lesbar mit unserer Bildtechnik.
Aaron, die Lade. Ganz genau. Die Lade Gottes. Exakt. Wir haben hier eine der ältesten Schriftrollen aus Qumran. Sie stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und das macht sie zum ältesten bekannten Manuskript, in dem die Bundeslade erwähnt wird. Die Geschichte der Bundeslade ist also mindestens so alt wie die ältesten Manuskripte der Bibel. Ihr Ursprung liegt laut dem Alten Testament im Ägypten des 13. Jahrhunderts vor Christus. Im Land der Pharaonen leben die Israeliten in Sklaverei. Dann führt Moses sein Volk aus der ägyptischen Knechtschaft in die Freiheit. Am Berg Sinai offenbart sich Jahwe als Gott Israels und schließt einen Bund mit Mose und seinem auserwählten Volk. Der Prophet erhält von Jahwe das Gesetz Gottes in 10 Geboten. Niedergeschrieben auf 2 Steintafeln. Sie werden in einer Truhe aufbewahrt, der Bundeslade. Mit ihr gelten die Israeliten als unbesiegbar. Doch um das Jahr 1050 vor Christus unterliegen sie in der Schlacht bei Eben Ezer den Philistern, einem Stamm aus dem Süden Palästinas. Die Bundeslade fällt in die Hände der Feinde. Nach ihrem Sieg bringen die Philister ihre Beute in die Stadt Aschdod. Hier wird sie im Tempel ihrer Gottheit aufbewahrt, dem Wetter- und Getreidegott Dagon. Was nach einer Niederlage aussieht, wird schnell zum Triumph. Im Dunkel der Nacht fällt die Statue des Gottes Dagon der Bundeslade zu Füßen. Die Philister finden sie am nächsten Morgen, zerbrochen am Boden. Es ist der symbolische Sieg Jahwes über die feindliche Gottheit. Danach folgt laut Bibel ein mysteriöses Massensterben der Philister. Das Werk der mächtigen Bundeslade? Der Archäologe Josef Garfinkel folgt dem weiteren Weg der Bundeslade. Laut Bibel lässt der legendäre König David die Lade nach Jerusalem bringen, der neuen Hauptstadt Israels. In der Nähe Jerusalems findet Garfinkel eine Kiste aus Kalkstein und hat eine ganz neue Theorie. Was war da wohl drin? Das ist das, was wir als Bundeslade kennen. Im Alten Testament werden darin die 10 Gebote aufbewahrt. Bei näherer Betrachtung erinnert die Kiste noch an etwas anderes. Den Eingang zum Tempel in Jerusalem. Erbaut von Davids Sohn und Nachfolger Salomo. Der letzte bekannte Standort der Bundeslade. Als David das Königreich Israel gründete und Jerusalem zur Hauptstadt machte, brauchte er ein heiliges Objekt in der Stadt. Er fand die antike Lade in Kiriat Jearim und brachte sie nach Jerusalem. Wahrscheinlich ähnelte die echte Bundeslade also vielmehr der Kiste, die wir hier gefunden haben. Sie war nichts Besonderes. Es gab viele dieser Gefäße. König David wählte eines davon aus und brachte es nach Jerusalem. Ein religiöses Artefakt, instrumentalisiert von einem Herrscher. Das könnte der historische Kern der fantastischen Story von der Bundeslade sein. Die ewige Suche nach ihr macht sie zum unsterblichen Mythos. Sie versetzen selbst die tapfersten Männer in Angst und Schrecken. Die Amazonen. Sie sind einzigartig unter den antiken griechischen Helden, denn sie sind Frauen. Und womöglich hat es sie wirklich gegeben. Männergleich kämpfende Frauen, stark, wunderschön und begehrenswert. Ihre Darstellungen zieren Vasen und Reliefs. Wehrhafte Kriegerinnen hoch zu Ross und Helden wie Herakles und Theseus ebenbürtig im Kampf. Eine der größten Geschichten der griechischen Mythologie macht sie berühmt, die Schlacht von Troja. Die Trojaner rufen die Amazonen zur Hilfe. Kampfbereite und unerschrockene Frauen, ihre Königin Penthesilea. Sie tritt gegen den Halbgott Achilles an. Im Zweikampf unterliegt sie. Während sie stirbt, erkennt Achilles ihre Schönheit und verliebt sich. Doch es ist zu spät, Penthesilea ist tot. Wer waren die geheimnisvollen Amazonen wirklich und woher stammen sie?
Möglicherweise kommen sie aus der Steppe, zwischen der heutigen Ukraine bis zur Mongolei. Die Griechen nennen das Land Skythien. Als Reiternomaden leben die skythischen Stämme im Einklang mit der Natur und gelten als harte Krieger. Griechische Schreiber wie Herodot und Hippokrates wollen die Region selbst bereist haben. Sie berichten von barbarischen Sitten und von kämpfenden Frauen, den wilden Amazonen. Männer dulden sie angeblich nur zur Kindszeugung. Männliche Nachkommen stoßen sie aus. Sie trinken vergorene Stutenmilch aus den Schädeln ihrer männlichen Opfer, tätowieren sich und rauchen Cannabis. Die Steppennomaden selbst haben keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Alles, was wir über sie lesen können, stammt von den Griechen. Allerdings können wir auch durch archäologische Funde vieles herausfinden. Der ukrainische Archäologe Andrei Toschew und sein Team führen 2020 Ausgrabungen nördlich des Schwarzen Meeres durch. In der weitläufigen Steppenregion stoßen sie auf geheimnisvolle Grabanlagen. Die sogenannten Kurgane enthalten nicht nur die Gebeine von Verstorbenen, sondern auch Grabbeigaben wie Schmuck, Waffen, Pfeilspitzen und Pferdeknochen. Das hier ist ein menschlicher Schädel, der von unserem Grabungsteam in einem der Kurgane entdeckt wurde. Wir haben ihn zur genaueren Untersuchung an einen Anthropologen geschickt. Der Anthropologe hat uns mitgeteilt, dass es sich sehr wahrscheinlich um den Schädel einer Frau handelt, die dort begraben wurde. In ihrem Grab haben wir Schmuck gefunden, aber eben auch Waffen. Das hier sind Grabbeigaben, die für Krieger typisch sind. Pfeilspitzen, ein Stein und ein Messer. Und dann gibt es noch die Gegenstände, die wir oft in Frauengräbern finden. Armschmuck etwa. Und sogar einen Spiegel. Grabbeigaben sagen viel über Status und Beruf einer Person aus. Finden wir also Waffen in einem Frauengrab, können wir davon ausgehen, dass es sich dabei um echte Kriegerinnen gehandelt hat. Sind die geheimnisvollen Amazonen etwa nur einzelne Kriegerinnen? Oder doch ein ganzes Volk? Einige Quellen legen genau das nahe. Eine Spur führt in die heutige Türkei. Hier liegt angeblich Themiskyra, einst die Hauptstadt der Amazonen. In der Nähe soll sich ein Tempel befunden haben, auf der Insel Aretias. Heute gibt es in der Gegend nur einen Ort, auf den diese Beschreibung passen könnte, Girisun Adasi. Archäologe Sali Kaimatschki und Tutsche Sinal sind überzeugt, auf der Insel Spuren der Amazonen zu finden. Sie suchen zum Beispiel einen Steintempel, einst Opferstätte für Pferde. Man sieht, dass da halt menschliche Handspuren ganz gut zu sehen ist, dadurch, dass man halt hier schön Feinarbeiten hatte. Man hat wirklich mit Werkzeugen in den Felsen rein geschlagen, sodass eben diese Stufen dann sich gebildet haben. Am besten zu sehen ist es hier, weil das kann nicht von der Natur aus entstehen. Ich gehe mal nach oben und schaue, was ich dort finde. Es ist wirklich so, wie wir gedacht haben. Meinst du, das ist der Ort aus der Legende? Ja, vielleicht stand hier ein großer Altar unter freiem Himmel. Es scheint fast so, als wurde er auf einem einzigen Felsen errichtet, ungefähr 5 mal 5 Meter. Ich glaube wirklich, wir haben ihn gefunden. Es ist der höchste Punkt der Insel, genau in der Mitte, wie geschaffen für eine Kultstätte. Wenn die Theorie stimmt, würde das die Bedeutung der Amazonen als eigenständiges Volk mächtiger Kriegerinnen unterstreichen. Genau wie in den Erzählungen. Heroische Schlachten, edle Ritter und ein magisches Schwert. Die Legende des sagenhaften König Artus. Er ist der Held schlechthin.
König Arthurs Taten begeistern bis heute. Angeblich soll er wirklich gelebt haben, in Britannien, im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus. Lia Tether ist Expertin für mittelalterliche Literatur. Sie weiß, der Mythos beginnt mit einer Textsammlung aus dem 12. Jahrhundert. Die Geschichte der Könige Britanniens von Geoffrey von Monmouth. Er ist ein typischer Geschichtenerzähler. Statt die Geschichte zu übernehmen und wiederzugeben, schmückt er sie aus und macht daraus etwas Neues. Und er führt einige Motive der Artus-Sage ein, die für uns heute typisch sind. So wie Merlin. Die Sage von König Artus erfindet sich im Laufe der Geschichte immer wieder neu. Realität und Fantasie greifen stets ineinander. Es beginnt mit Artus' Vater, König Uther Pendragon. Er verliebt sich in Igraine und verführt sie mit Hilfe des Zauberers Merlin. Der uneheliche Sohn, Artus, wächst fern vom Königshof auf. Erst als er das magische Schwert Excalibur aus einem Stein zieht, erfüllt sich die Prophezeiung. Artus ist der rechtmäßige König von Britannien. Er führt Krieg gegen die Angeln und Sachsen und eint das Land. Doch bald fällt er Intrigen zum Opfer. Sein Neffe Mordred greift nach dem Thron und tötet Artus in der Schlacht von Camlann. Hugh MacArthur vom schottischen Clan Arthur glaubt, dass König Artus zu seinen Vorfahren zählt. Demnach wäre der englische König eigentlich Schotte. Das Hauptindiz? Eine Schrift des Missionars St. Columban aus dem 6. Jahrhundert. Dieser berichtet von einem Herrscher und dessen drei Söhnen. Einer von ihnen ist Arthur MacAidan. Als der König wissen will, wer sein Nachfolger wird, macht ihm der Mönch eine düstere Prophezeiung. Keiner der drei wird herrschen, alle werden im Kampf fallen. Und wie vorhergesagt, stirbt Arthur MacAidan kurz darauf im Kampf gegen die Pikten. So wie der mythische Artus in der Legende. Ich glaube, dass die Artus-Sage auf Arthur MacAidan zurückgeht. War der echte König Artus in Wahrheit also ein schottischer Held? Loch Lomond. MacArthur verortet nicht nur die historische Figur des Königs in Schottland, sondern auch den Mythos. Die Insel dort drüben nennt sich Inchcaioch. Wenn man so will, ist das die Dame vom See. Man sieht den Kopf, den Bauch und die ausgestreckten Beine. Und ihr Arm schwimmt daneben im Wasser. In einer Legende um König Artus heißt es, nachdem sein Schwert im Kampf zerbricht, überreicht ihm die Zauberin Nimue, die Dame vom See, Excalibur. Das magische Schwert verleiht dem König übermenschliche Kräfte und macht ihn unverwundbar. Tatsächlich lässt sich eine Insel in Form einer Frau erkennen. Hat die Dame vom See hier ihren Ursprung? Starke Frauen gibt es in der Artus-Sage viele. Keine so ambivalent wie Morgan le Fay. Artus' Halbschwester ist sowohl seine Geliebte als auch seine Widersacherin. Sie raubt ihm Excalibur, macht ihn damit verwundbar. Nach der Schlacht, die ihn das Leben kostet, ist sie eine der 9 Zauberinnen, die ihn nach Avalon geleiten. Sowohl die Dame vom See als auch die 9 Schwestern könnten Priesterinnen eines keltischen Kults gewesen sein. Es gab auf der Insel wahrscheinlich einen Kult der 9 Jungfrauen, die einer Muttergöttin dienten. Sie waren nicht nur Priesterinnen, sondern auch Heilerinnen, erfahren in Kräuterkunde. Einen Schwerverletzten hätte man wohl zu ihnen gebracht. Doch wenn hier wirklich das sagenumwobene Avalon liegt, Artus letzte Ruhestätte, wo sind die Gebeine des Königs? Einige vermuten hier, in Glastonbury im Südwesten Englands. Mittelalterliche Chroniken berichten, wie Mönche 1191 ein Grab mit Gebeinen auf dem Friedhof freilegen. Anbei auch ein Kruzifix mit einer Inschrift. Für sie besteht kein Zweifel. Sie sind auf die Überreste des sagenhaften Königs gestoßen. Ist Artus etwa hier gestorben? In der Sage ist Avalon eine Insel, Glastonbury ist es nicht. Doch das war nicht immer so. Die Gegend ist im frühen Mittelalter ein Sumpfgebiet. Der Hügel Glastonbury Tor ragt damals tatsächlich wie eine Insel aus der Ebene hervor.
Heute ist allerdings klar, die Spur ist gefälscht. Die Mönche erfinden das Grab aus Geldmangel. Wenige Jahre zuvor zerstört ein Feuer große Teile der Abtei. Dennoch, der Plan der Mönche geht auf. Die vermeintlichen Gebeine von Artus machen Glastonbury zu einem populären Wallfahrtsort. Die Suche nach dem wahren Kern eines Mythos ist für viele von uns so faszinierend, weil wir an Magie glauben wollen. Denn wenn diese Mythen tatsächlich wahr sind, könnte es auch ein Stück Magie in unserem eigenen Leben geben. Und ganz ehrlich, was wäre aufregender? Vampire. Kreaturen der Nacht. Lebende Tote mit spitzen Zähnen, die ihren Opfern das Blut aussaugen. Untote mit langen Haaren und Zähnen. Eher zum Lachen als zum Fürchten. Und doch hat der Horror einen wahren Kern. Und selbst Dracula hat wirklich gelebt. Im 19. Jahrhundert erfreuen sich Geschichten über die Blutsauger besonders im viktorianischen England großer Beliebtheit. Die Euphorie befeuert vor allem ein Autor, Bram Stoker. 1897 erfindet er mit Graf Dracula den Prototyp Vampir. Doch was liegt dem Mythos zugrunde? Im 18. Jahrhundert spielen sich in einem Dorf in Serbien unheimliche Szenen ab. Ein Mann schleicht sich nachts in fremde Häuser und tötet 9 Menschen. Das Mysteriöse? Der mutmaßliche Mörder ist selbst seit Monaten tot. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art. Auch die Bewohner eines Nachbardorfs beklagen Tote. Gestorben an unerklärlichen Ursachen. Panik breitet sich aus. Suchen hier Untote die Lebenden heim? Um dem Aberglauben Einhalt zu gebieten, entsendet die Regierung von Österreich-Ungarn den Stabsarzt Johann Flückinger in die Region. Er soll die Toten untersuchen. Beim Ausgraben der Leichen stößt er jedoch auf Ungeheuerliches. In seinem Bericht notiert er: Ein Mädchen nach 2 Monaten war vollkommen und unverwesen. Ein 60-jähriger Mann, vor 6 Wochen gestorben, hatte frisches Blut in Brust und Magen. Der ganze Körper war im Vampirstand. Silke Grabherr ist Gerichtsmedizinerin. Sie untersucht die Notizen des Militärarztes. Der Mediziner hat halt immer schon einfach beschrieben, was er sieht. Und danach versucht er, das, was er gesehen hat, zu interpretieren. Man sieht ganz deutlich, er hat sich erwartet, dass er jetzt auf verweste Leichen stößt. Und weil das nicht der Fall ist, beschreibt er all das, was nicht in sein Bild hineinpasst. Was Flückinger damals nicht weiß, er beschreibt ganz normale Verwesungsprozesse. Und die hängen von der Bodenbeschaffenheit bestimmter Regionen ab. In Serbien setzen sie später ein. Anstatt den Aberglauben zu bekämpfen, erreicht Johann Flückinger das genaue Gegenteil. Mit seinem Bericht löst er eine Welle aus, die ganz Europa erfasst. Der Vampirismus. Eine neuartige Krankheit, bei der Verstorbene als Untote wiederkehren. Verdächtige Gräber werden aufgebrochen. Die Toten werden gepfählt, enthauptet und verbrannt. Die Menschen glauben, dass die Toten Frieden finden, wenn bestimmte Rituale durchgeführt werden. Das Problem, wenn diese falsch ausgeführt oder unterbrochen werden, findet die Seele keinen Frieden. Die Walachei im Süden Rumäniens. Hier hat der Glaube an rastlose Tote Tradition. Archäologe Daniel Nössler beschäftigt sich seit langem mit Vampirfolklore. In Rumänien heißen die Vampire Trigoi oder Moroi, ist aber ähnlich dem Vampir. Er verlässt also nachts das Grab, peinigt die Hinterbliebenen, peinigt die Lebenden und saugt ihnen die Lebenskraft aus. Heute trifft er auf Stela und Florica Babu. Beide sind sich sicher, noch immer treiben die Trigoi hier ihr Unwesen. Nur penibel eingehaltene Begräbnisrituale bieten Schutz. Weihrauch und Gebete gegen die unheilvollen Mächte und ein besonderes Werkzeug. Das ist die Nadel, die wir benutzen, um das Böse zu bannen. Damit stechen wir den Strigoi. Ein Stich direkt in den Bauchnabel des Toten. Ein Zischen und der Strigoi ist unschädlich gemacht.
Strigoi gibt es wirklich. In unserem Dorf ist das schon oft passiert. Erst vor kurzem haben wir einen Nachbarn falsch gestochen. Und als er begraben wurde, hat sich die Tochter schlecht gefühlt. Dann haben wir ihn ausgegraben und mit dem Gesicht nach unten gefunden. Ein Zeichen, dass er ein Strigoi war. Wir haben ihn dann erneut gestochen. Und die Tochter hat sich erholt. Wir halten daran fest, dass Tote aus dem Grab auferstehen, weil der Tod die große Unbekannte ist. Wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert, und wir mögen die Vorstellung nicht, dass da nichts ist. Deshalb erfinden wir Mythen über Untote, über Vampire, Zombies und Geister, die uns helfen, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Dabei steckt in jedem Mythos ein Funken Wahrheit. Auch Bram Stoker nimmt sich für seinen Dracula ein historisches Vorbild. Vlad der Dritte, Draculea, ein rumänischer Herrscher aus dem 15. Jahrhundert. Bekannt wird er vor allem aufgrund seiner Vorliebe, Feinde auf angespitzten Holzstämmen aufzuspießen. Sein Beiname Vlad der Pfähler. Der Legende nach speist er zwischen seinen Opfern und trinkt ihr Blut. Doch erst Bram Stoker macht ihn zum Vampir. Ob als blutsaugender Bösewicht in der Popkultur oder seelenloser Untoter im Aberglauben. Der Mythos Vampir trotz den Jahrhunderten. Hokuspokus-Dichter oder genialer Prophet? Nostradamus. Wer ist der Mann, dessen Visionen angeblich die Zukunft vorhersagen? Es ist die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Eine Zeit von Not und Elend. Die Pest, der schwarze Tod, wütet in Europa. Auch in Nostradamus' Heimat, der französischen Provence. Als junger Mann studiert er Medizin, macht sich als Apotheker und Pestarzt einen Namen. Zunächst experimentiert Nostradamus mit Heilmixturen. Dann wendet er sich dem Deuten von Sternen und der Zukunft zu. Die Stadtbibliothek von Lyon. Hier lagern viele Schriften des Nostradamus. Originaldrucke aus dem 16. Jahrhundert. Sylvain Boucher ist Historiker und kennt sich mit den Werken genauestens aus. Es hat ihm Freude bereitet, Wörter zu verändern, die Sprache zu biegen und Stile zu brechen. Und so wurde es zu Nostradamus' Markenzeichen, diese kleinen, rätselhaften Vierzeiler zu erschaffen, die wir nirgendwo anders in der Literatur finden. Nostradamus will die Zukunft gesehen haben. In fast 1000 Versen schreibt er sie nieder. Heute gelten diese Vorhersagen, die sogenannten Zenturien, als sein Vermächtnis. Ein Vers wird bis heute gern als Beweis zitiert. Am 30. Juni 1559 nimmt Frankreichs Herrscher Heinrich II. An einem Turnier teil. Dabei bohrt sich der Splitter einer zerbrochenen Lanze in sein Auge. 10 Tage später ist der König tot. Der junge Löwe wird den Alten besiegen, auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Beschreibt dieser Vierzeiler tatsächlich das Schicksal Heinrichs II.? Die Ähnlichkeit der Ereignisse mit diesem Vers ist unheimlich. Denn Nostradamus schrieb das 4 Jahre vor Heinrichs Tod. Es ist der Vers, der seinen Ruf als Prophet begründet. Allerdings wurde diese Prophezeiung erst 50 Jahre nach Nostradamus' Tod mit Heinrich II. In Verbindung gebracht. Der Tod Heinrichs nach einem Turnier ist historisch verbürgt. Ob Nostradamus das vorhergesehen hat, bleibt Spekulation. Um seine Visionen zu erhalten, folgt Nostradamus einem strengen Ritual. Zunächst entledigt er sich seiner Kleidung. Danach wäscht er sich die negativen Energien des Tages mit kaltem Weihwasser vom Körper. Ein magisches Pentagramm soll ihn vor dämonischen Kräften schützen. Aufgekochter Schwefel berauscht seine Sinne. Nostradamus fällt in Trance. Das menschliche
menschliches Blut vergossen wird. Der Holocaust? Dann eine neue halbe Nation? Die Teilung Deutschlands? Ein mit Zweifeln beladener wird nicht lang regieren. Das Attentat auf John F. Kennedy? Neben dem Verfassen der Verse hegt Nostradamus eine weitere Leidenschaft: die Beobachtung der Sterne. Auf ihrer Basis erstellt er Geburtshoroskope für den Adel. Das wohl berühmteste fertigt er für Rudolf II. An, Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Rudolf II. Wird in diesem Horoskop überaus schmeichelhaft beschrieben, als elegant und ästhetisch, mit schönem Haar. Ein gut aussehender Mann des 16. Jahrhunderts. Die Gemälde des Kaisers zeigen ein anderes Bild. Einen fülligen Mann mit dem markanten Kinn der Habsburger und hervorstehenden Augen. Kein Volltreffer also. Nostradamus, doch kein Prophet mit übernatürlichen Fähigkeiten? Forscher vermuten, dass der große Wahrsager vor allem auf seine Umwelt reagiert. Direkt vor Nostradamus' Augen spielt sich die große Wende vom Mittelalter zur Neuzeit ab. Eine Ära geprägt von Glaubensspaltung, Seuchen und Schlachten. Aber auch von Humanismus und Renaissance. Europa im Umbruch. In sozialer, politischer und spiritueller Hinsicht. Nostradamus seems to have recognized. Nostradamus bemerkt, dass sich die Geschichte zu wiederholen scheint. Er hofft, dass er diese Muster durchbrechen kann, indem er darüber schreibt. In seinen Versen macht Nostradamus auf Not und Leid aufmerksam. Will er verhindern, dass sich tragische Ereignisse wiederholen? Sollen seine Prophezeiungen Warnungen sein? Gerade diese Vieldeutigkeit trägt zum dauerhaften Erfolg bei. Kurze Zeilen, vage Andeutungen, mysteriöse Metaphern und Symbole. Seit dem 16. Jahrhundert findet Nostradamus immer wieder aufs Neue sein Publikum. Wegen ihrer rätselhaften Struktur lassen die Prophezeiungen eine Menge Spielraum für Interpretationen. Damit dienen sie den verschiedensten Leuten für die verschiedensten Zwecke. In der Psychologie ist das als Barnum-Effekt bekannt. Alles ist so vage, dass jeder darin finden kann, was er will. Vielleicht ist das das wahre Geheimnis von Nostradamus.